Wir sitzen an der Dame. Ja. Dirk Zöllner und ich. Ja, Petra, schön, dass ich dich wieder mal sehe. Oh, ich auch. Sagen die Leute eigentlich noch Scholle zu dir, wie ich immer? Ich versuche das irgendwie, dass man es vergisst. Irgendwie, gefällt's der Name dir passt nicht, so. Nicht so richtig zu mir, aber da sich die Freunde immer irgendwie überschneiden, wird mir das anhaften bleiben bis zum Ende meines Lebens. Und da sind wir schon beim Thema. Bis zum Ende deines Lebens, genau. Aber du denkst nicht wirklich drüber nach, oder doch? Mittlerweile, also ich möchte wirklich behaupten, dass ich, bis ich 50 Jahre alt war, hielt ich mich für unsterblich, obwohl ich schon Erfahrung hatte mit dem Tod von Freunden und auch meiner Oma, die mir sehr nah war. Ich habe nicht so richtig glauben können, dass ich sterblich bin, muss ich ehrlich sagen. Also mit dem Gedanken, dass es so sein könnte, beschäftige ich mich eigentlich erst so die letzten Jahre, so in den, jetzt so zwischen 50 und 60. Naja, vielleicht ist das auch wirklich genau die Zeit, dass man sagt, okay, um einen herum sterben die Leute schon. Die sterben. Familie stirbt, ja. Manchmal sterben auch Freunde, die jünger sind. Ja. Und insofern ist das ja durchaus ein Thema, was Leute bewegen könnte. Unter anderem deswegen bin ich ja auch auf die Idee gekommen zu sagen, Mensch, mal gucken, ob es Leute gibt, die über ihr Leben nachdenken, das aufschreiben und vielleicht sogar aufnehmen. Und dann wird das während der Trauerfeier gespielt. Kannst du dir sowas für dich vorstellen? Ich habe es mal erlebt. Und zwar mit einem Fahrlehrer. Es gab bei meinen Fans gab es einen Fahrlehrer und der sagte, Dirk, du musst mal den Führerschein machen. Und ich wollte das nie machen. Und der war penetrant. Der hat mich ausgesucht und war irgendwie wie besessen von mir. Und ich habe dann bei ihm den Führerschein gemacht. Der hat mir auch nicht viel Geld abgenommen. Der hat auch für mich diese bürokratischen Wege beschritten, also was man da so alles braucht, und hat mir die Termine geholt und alles drum und dran. Er hat mir sozusagen alles serviert. Mhm. Aber das Irre war, als ich mit ihm die Fahrstunden gemacht habe, ist er plötzlich angehalten. Das war irgendwie so im Frühjahr 2013 und da war so eine Wiese und da war alles voller Kraniche. Und da hat er zu mir gesagt, Dirk, das sehe ich wahrscheinlich jetzt zum letzten Mal. Und da hat er mir offeriert, dass er Magenkrebs hat. Und dass es vielleicht das letzte Jahr ist, was er sieht. Und ich habe es gar nicht glauben können. Ein ganz fröhlicher Typ, der kam irgendwie von der Bundeswehr. Irgendein Typ, so ein Fallschirmspringer, also so ganz körperlicher Typ. Ja, und da war ich involviert plötzlich in seinen Sterbeprozess. Und das wurde ganz verrückt. Und ich war im Jahr 2013 am Heiligen Abend, er ist einen Tag vorm Heiligen Abend gestorben im Hospiz an seinem Bett und habe die Leiche gesehen am Heiligen Abend. Und die Sache ging auch nach seinem Tod noch weiter. Der hatte also auch so eine Rede geschrieben über sein eigenes Leben und hatte darin schon mich eingebaut, an welcher Stelle ich welchen Song singe zu seiner Trauerfeier. Und ich hatte dazu noch Liebeskummer, irgendwie ein großes Problem mit der Mutter meiner Tochter Mimi. Und saß völlig abgehärmt in so einer völlig unterkühlten Kirche und habe dann nach seinem Reglement, nach seiner Regie dann so Lieder gesungen für ihn vor ganz fremden Leuten, die ich alle nicht kannte. Eine ziemlich schräge Story. Mhm. Insofern gehe ich sehr ambivalent an die Sache ran, weil es für mich eine fürchterliche Horrorstory war. Mhm. Na, es ist ja auch noch ein paar Jahre hin, würde ich mal sagen, oder? Ich hoffe doch sehr. Ich meine, ich habe ja nun das große Glück, dass der liebe Gott und ein paar schöne Frauen mir noch kleine Kinder geschenkt haben. Opa bin ich noch nicht. Oder könnte aber sein. Könnte bald kommen. Ja. Zumindest von der Großen. Und, ja. Und da will ich schon erleben, dass ich die Jugendweihe des Kleinen noch miterleben kann. Der Kleine ist jetzt 4? 4 Jahre alt. Und ich konnte es gar nicht glauben. Du hast mir jetzt, als wir so Terminfindungsphase hatten für das Gespräch, da hast du mir 7.44 Uhr geschrieben. Ja. Da dachte ich, ist der Typ jetzt noch nicht im Bett? Oder was ist passiert, dass der in aller Herrgottsfrühe, und ich meine morgens 7.44 Uhr, irgendwo sitzt und irgendwas schreibt? Aber das hat mit dem Kleinen zu tun. Das hat mit dem Kleinen zu tun. Früher habe ich, muss ich sagen, habe ich wirklich sehr wenig geschlafen und habe auch des Öfteren den Sonnenaufgang gesehen. Am Ende meines Tages sozusagen. Aber jetzt lebe ich in zwei Welten. Also wenn ich unterwegs bin und Musik mache, also länger als 3 bin ich, glaube ich, nicht mehr wach. Aber ich stehe tatsächlich hier mit dem Wecker eben früh auf um 6.30 Uhr und bringe meine Tochter, die ja auch zur Hälfte bei mir wohnt, zur Schule
Und das gefällt mir. Das bringt mir Struktur in mein Leben, was ich nie so richtig hatte. Wahnsinn. Also das hinzukriegen, zu sagen, ich bin... Gestern warst du in Suhl. Ja. Morgen bist du in Berlin. Vorgestern, weiß nicht genau, durch Social Media kriege ich das jetzt alles mit. Ja, ich war im Unterwellenborn. Nein, in dem Kulturpalast? Ja, ich war tatsächlich da bei einer Veranstaltung, wo der Verein, der für diesen Kulturpalast einsteht, sozusagen mit irgendwelchen Politikern sprach. Und ich habe da... mitgewütet und zwischendurch Musik gemacht, ja. Ach, das ist ja toll. Also du bist wahnsinnig viel unterwegs und trotzdem lebst du dieses, man sagt ja dazu auch bürgerliche Leben. Also sprich, morgens aufstehen, sich um die Kinder kümmern. Du siehst ja, so richtig bürgerlich ist es bei mir nicht. Also nicht wirklich. Es ist schon ein bisschen noch, ein bisschen Studentenflair ist hier. Ja, ja. Also an der Gitarre, an der Wand hängt das Rakett. Wenn ich es mal kurz beschreibe, dann hängen noch zwei weitere Gitarren. Nee, das nicht, aber im Sinne von sehr organisiert, also morgens aufstehen, das ist ja schon mal für Musiker eher unüblich. Ja, ist nicht leicht. Und meine Freundin ist auch noch freischaffende Überlebenskünstlerin, wie ich das immer gerne sage. Die ist Kamerafrau und die sind also beide freischaffend und müssen das irgendwie organisieren. Glücklicherweise, weil wir auch über das Alter sprechen, ja hier irgendwie. Mhm. Meine Eltern sind jetzt beide 80 und die sind glücklicherweise noch so fit, dass die uns tatsächlich auch unter die Arme greifen können, was die Kinder betrifft. Und da hast du ja sozusagen wirklich noch ganz, ganz junges Leben um dich herum und erlebst auf der anderen Seite, wie du gerade geschildert hast, so eine schwierige Situation, wo ein Mensch neben dir stirbt, also ein Mensch, mit dem du zu tun hattest, stirbt. Es sind ja auch etliche Musikerkollegen in den letzten Jahren gestorben, kann man ja nicht anders sagen. Es nimmt zu, natürlich. Es ist ja immer irgendwie gerade wieder irgendein Konzert, um zu sein. Ich lerne damit zu leben, möchte ich wirklich sagen. Ich meine, auch wenn man hier am Wasser lebt, das hat irgendwie so beides. Es hat Leben und ist tot. Irgendwie Wasser hat irgendwie so alles in sich. Der Geruch, wie es manchmal aufschäumt, wie es wieder ganz ruhig ist, es ist irgendwie Leben und Tod zusammen. Wasser hat was ganz Großes, was man nur emotional wahrnehmen kann, was man nicht so richtig beschreiben kann. Also ich wohne jetzt 7 Jahre hier am Wasser und ich kann hier nicht mehr weg. Mhm. Es ist ein normales Mietshaus, was einfach toll liegt hier direkt am Wasser. Glück gehabt. Das glaubt ja kein Mensch. Nein, doch, also das scheint ja wirklich gut geklappt zu haben. Toll. Wir beide kennen uns ja gefühlte 100 Jahre, oder wie würdest du sagen? Eigentlich immer, oder? Immer. Wir kennen uns schon ganz lange. Ja. Zumindest kann man sagen. Also in deinen Anfängen, 87 habe ich jetzt gelesen, nochmal. Man vergisst ja auch so viel, ist auch so Jahreszahlen. Wir kennen uns 35 Jahre. Ja, genau. Also das war noch bevor ihr die Zöllner gegründet habt, kannten wir uns schon. Ja. So dadurch, dass ich damals bei DT64 war. Mein damaliger Partner auch und irgendwie hatten wir miteinander zu tun. Na, ich war in eine Frau verliebt, die eben auch dort arbeitete, wo du gearbeitet hast. Und stimmt, so also es war aber nicht ich. Nee. Wir hatten viele Überschneidungen, sagen wir mal so, unseren Storys. Ja, genau. In unserer Jugend, kann man ja sagen. Es ging auch jetzt gleich los. Ja. Also Mensch, was mit dem und wie geht's denn dem und so ist das halt, wenn man sich auch lange nicht so ganz direkt gesehen hat. Ich habe dich natürlich immer wieder bei Konzerten verfolgt. Ich habe dich vor anderthalb Jahren bei Jazz im Park gesehen, in Pankow, im Bürgerpark. Das war toll, das war ein toller Abend. Und natürlich lese ich und höre ich immer mal wieder was über dich. Aber du machst ja nicht, in Anführungszeichen, nur Musik und schreibst nur Songtexte. Du hast inzwischen, da bin ich ganz neidisch, weil ich arbeite auch gerade mit meinem Protagonisten an einem Buch und weiß, wie schwer das ist, 3 Bücher schon gemacht. Wie kam das? Na, zum ersten Buch kam ich eigentlich wie die Jungfrau zum Kinde. Das heißt also, ich habe ein Angebot bekommen vom Eulenspiegel Verlag oder Verlag Neues Berlin, wie der damals hieß, eine Autobiografie zu schreiben oder eine Biografie. Und die wollten mir, wie es so üblich ist, irgendeinen Ghostwriter zur Seite stellen. Ich sollte ein bisschen erzählen. Und naja, da war ich irgendwie so bei der Ehre gepackt und habe einfach angefangen zu schreiben, habe behauptet, das kann ich alleine. Und habe... fast ein Jahr lang geschrieben und ich merkte, das liegt mir nicht, dort irgendwelche, sagen wir mal, Highlights meines Lebens noch zu übertreiben, sondern ich habe einfach eine Betrachtung auch der 2 Leben, die wir geführt haben, gerade wenn wir aus dem Osten kommen. Ich habe mehr so auch die Niederlagen und die Schwierigkeiten ein bisschen beschrieben und ich merkte, das ist so eine Art Psychotherapie, die man an sich selber betreibt, wenn man schreibt, das macht sehr gesund. Mhm. Man denkt beim Schreiben einfach auch in Bereiche vor, die man manchmal selber nicht mal denkt und die man auch manchmal mit Freunden nicht mal bespricht.
wenn man so schreibt, geht man in die Tiefe. Insofern ist es wirklich befreiend. Autobiografie in jungen Jahren, könnte man sagen. Ja, jungen Jahren. Und ich fing auch so an, dass ich losschreiben wollte und da starb ein Freund von mir, ein Gitarrist, ein sehr guter Gitarrist, Thomas Maser, der sehr viel zu tun hatte, auch mit Dirk Michaelis. So ein kleiner Wunderknabe, der hat bei Matthias Reim dieses Solo von dir, verdammt, ich lieb dich, eingespielt, irgendwie mit 15 oder 14. Also es war ein Wunderknabe. Und der hatte auch ein Studio in so einem alten Rundfunkgebäude in einer Leberstraße. Und das habe ich mir mit ihm geteilt. Ein sehr, sehr guter Mensch. Und der ist mit an Leukämie mit 41 Jahren gestorben. Und ich habe diese Autobiografie mit diesem Thema begonnen, also über den Tod zu schreiben. Kam gar nicht so gut an beim Verlag. Die hatten gesagt, damit kann man kein Buch beginnen. Aber ich habe es halt gemacht. Und das hat eigentlich letztendlich auch so ein bisschen den Anspruch bestimmt, was ich dort schreiben wollte, dass ich mit dem Tod angefangen habe. Ich habe den halt gleich, weil ich nicht wusste, wie ich anfangen sollte, ich habe das gleich verarbeitet sofort. Mhm. Naja, letztlich gehört der Tod ja zum Leben, sage ich immer. Ja, wir beschäftigen uns zwar nicht so oft damit und so intensiv, wir schieben es gerne weg, oder? Wir schieben es sehr gerne weg, aber es ist für mich eine neue Erfahrung auch. Also sagen wir mal, es gibt einige Menschen, die ich sehr vermisse, wo ich sehr getrauert habe, wo es nachträglich zum Glück wird. Also ich denke, man überhöht Menschen, die man liebt, wenn die nicht mehr da sind. Das wird auch bei Jesus Christus so gewesen sein. Ich denke einfach, das war ein ganz wunderbarer Mensch, der immer irgendwie den anderen Menschen verbal helfen konnte. Und diese große Geschichte um ihn muss entstanden sein, weil er irgendwie was besonders Gutes gemacht hat. Dass es eben, sagen wir mal, so überhöht wurde, dass es letztendlich zur Göttlichkeit gereichte. Und das kann ich nachvollziehen. Das geht mir bei meiner Oma so, das geht mir bei einem Freund so, den du auch kennst, Bob Strahl, der Sohn von Rudi Strahl und Mann von Janine Strahl-Österreich. Mhm. Auch eine Redakteurin, eine Kollegin von dir. Ja. Geht es so. Also der ist mir schon mit 37 Jahren gestorben. Das war ein Mensch, mit dem ich eine eigene Sprache sprechen konnte. Das kannst du sicherlich nachvollziehen. Es gibt so bestimmte Menschen, mit denen redet man irgendwie abstrakt und kommt damit auf den Punkt, wie man sonst normalerweise im Gespräch gar nicht kommt. Mhm. Das sind manchmal nur Gleichnisse. Wenn sich Menschen sehr nahe sind, redet man irgendwie wie in einer fremden Sprache miteinander und kommt trotzdem tiefer zum Punkt, weil es ist wie aufgedröselt, kann man vergleichen. Manche Leute erreichen es, indem sie kiffen, einen Joint nehmen und auf einmal verästeln sich die Gedanken bis ins kleinste Gewebe hinein. Und das konnte ich mit dem so wunderbar machen. Ich habe ihn geliebt. Der hat stark getrunken und ich habe ihm zugeguckt und dabei. Und, aber trotzdem war es immer wunderschön. Ich konnte einfach mit ihm sprechen. Das war das Wesentliche. Hm. Und der ist, ich möchte überhaupt noch am Alkohol zugrunde gegangen. Und den habe ich auch so ein bisschen vergöttert. Es gibt so bestimmte Figuren, wie zum Beispiel diesen Bob und meine Oma Mimi, nach der ich auch meine Tochter benannt habe, die ziehe ich zu Rate. Ich, in der Tat, weil ich mich manchmal schwer entscheiden kann für irgendetwas, wenn es um Entscheidungen geht, um schwere Entscheidungen, überlege ich mir immer, was würden die zu mir sagen? Und insofern habe ich wirklich das Gefühl, nachdem ich die Trauer überwunden habe, dass diese Menschen irgendwie immer ein Bestandteil meines Lebens bleiben. Es klingt kitschig, ist es aber nicht so. Das ist, das hat eine große Dimension. Und da gibt es noch einige andere. Ich komme gleich nochmal auf den Jesus, weil den hast du ja verkörpert in Dresden an der Staatsoperette und noch irgendwo an einem Westtheater. In Pforzheim. In Pforzheim, genau. Lass uns da gleich hinkommen. Aber ich will vorher nochmal zurückkommen, weil du hast eine klare Absage mir erteilt auf die Frage hin, ob du dir vorstellen könntest, deine eigene Erinnerungsrede, man muss es ja nicht Trauerrede nennen, also Erinnerungen, die aufgeschrieben sind, möglicherweise mit Blick darauf, dass man das dann abspielt bei seiner eigenen Feier, also lebendig noch selber dabei ist. Also das war das, was mich so geflasht hat bei dem früheren Chef von DT64, was überhaupt so die Idee war, zu sagen, Mensch, der hat sowas gemacht und das war so toll. Du hast es kategorisch abgelehnt. Warum? Na, weil ich denke, dass ich im Grunde genommen Komprimate meiner Gedanken ja durch das Bücherschreiben oder auch indem ich Songtexte schreibe,
rausbringe, es sind ja Komprimate, es sind ja keine erfundenen Geschichten. Selbst wenn die versteckt sind, hat es ja sehr viel mit dem eigenen zu tun. Und an so einer Platte schraube ich ja manchmal ein Jahr rum. Oder am Buch dauert auch ein halbes bis ein Jahr. Und da bist du ja schon schnell, das geht ja schnell. Kann sein. Man vertieft jedenfalls die Gedanken und ich denke, mehr kann ich von mir nicht preisgeben eigentlich, als das, was ich ohnehin über meinen Beruf mache. Insofern würde ich eine Rede, die ich über mich selber halte, als eitel empfinden. Oder besser gesagt, oder das würde die Sache dann eher verflachen noch. Mhm. So. Ich fühle, dass ich ein geliebter Mensch bin und ich liebe auch selber. Und ich denke, das sollte, in meinem Fall möchte ich es gerne den anderen überlassen, was die für eine Geschichte über mich erfinden. Naja, und außerdem würde ich auch lieber Musik hören, die du selber singst. Ja. Mit der Stimme. Ich kann aber ganz doll mir vorstellen, dass das eine ganz großartige Sache ist, weil es ja auch heißt, ein Mensch soll ein Kind haben, ein Buch schreiben und einen Baum pflanzen. Genau, und insofern ist das schon so eine Art Möglichkeit, naja, so wie so ein kleines Buch über sich nochmal zu schreiben, weil ich ja auch denke, viele Menschen sind so vom Erfolg gepeitscht, kann man regelrecht sagen, und so auf der Suche nach dem Glück und nehmen ein Tempo auf und verpassen in diesem Tempo ganz viele Nuancen. Es ist so, wie wenn ein Auto auf der Straße ganz schnell fährt, da sieht man ja die einzelnen Gräser nicht mehr. Wenn man aber da langschlendert, sieht man jede Nuance. Man sieht die kleinen Käfer, man sieht das Spiegeln. Wenn man in einer gewissen Geschwindigkeit am Leben vorbeirennt, erkennt man alles nur in Schemen. Und ja, ich glaube auch, dass man sich immer bewegen muss. Aber es kommt immer darauf an, in welchem Tempo. Also Veränderung ist Glück. Aber ich denke, manche haben so ein Tempo aufgenommen, dass sie ganz viel verpasst haben, nämlich die Nuancen wahrzunehmen. Teilweise ihre Freunde, ihre Familie, ihre Kinder nicht richtig wahrgenommen haben. Und ich habe es erlebt von Menschen, die sehr arrogant waren oder hochnäsig oder vielleicht auch sehr verletzt oder sehr verstockt, dass die im Moment, im Angesicht des Todes, auf einmal in kürzester Zeit alles wieder gut machen wollten. Ich habe einen sehr harten Fall. Mein Großvater ist, der aus dem Spreewald kommt, väterlicherseits, der war in Stalingrad. Der ist also einer von den 4%, die zurückgekommen sind aus diesem fürchterlichen Schlamassel dort. Das zu DDR-Zeiten war mir das gar nicht so klar, was die dort erlebt haben und wie wenig da nur zurückgekommen sind. Also die zurückgekommen sind, das sind die härtesten Burschen. Die haben Kannibalismus erlebt, alles. Die da überhaupt zurückgekommen sind, die haben wahrscheinlich alle Fürchterlichkeiten, die das Leben bieten kann, überhaupt sehen müssen. Und die hatten natürlich durch die Bank einen schweren psychischen Schaden. Und so auch mein Großvater, der eben in einer Ecke eines Zimmers saß und nicht in der Lage war, überhaupt mit irgendjemandem in der Familie zu kommunizieren. Auch nicht mit seinen Kindern. Der kam irgendwann zurück, als mein Vater irgendwie aus Kriegsgefangenschaft, als mein Vater 9 Jahre alt war, kam ein fremder Mann zurück und mein Vater fürchtete sich vor diesem Mann und ist mit 14 Jahren, damals waren 8 Klassen Schulepflicht, ist er nach Halle gegangen und hat dort Straßenbau gelernt, bloß weg vom Vater. Das sind natürlich wahnsinnige Geschichten, über die wir heute nur staunen können in diesem Leben, wo sich die Leute zanken und es geht ihnen so gut. Wa? Ja, ja, absolut. Du scheinst das ja dann wirklich, wie auch immer, in dir aufgesogen zu haben, wie du jetzt eben auch als Vater, deine älteste Tochter ist 30. Nee. Die wird nächstes Jahr 30. Wird 30 und der Kleine ist 4. Also du umgibst dich ja mit 4 Kindern im weitesten Sinne in einer Riesenspanne auch. Ne? Manchmal sagt man ja, oh, jetzt ist auch mal gut, ist ja Arbeit. Also du scheinst das ja wirklich ganz intensiv leben, zu wollen auch. Na, zu wollen weiß ich nicht. Ja, ich will es, ich bin darüber sehr glücklich, aber die Kehrseite der Medaille ist, dass ich eben es nicht geschafft habe, eine längere Beziehung zu pflegen. Oft war ich selbst im Leben daran schuld, weil ich natürlich durch das ständige Unterwegssein auch sehr viele Menschen kennengelernt habe und der Versuchung auch aus geliefert war. Ich habe immer sehr große Erwartungen an die Liebe gehabt, dass sie sehr lebendig ist, dass man sich nicht gehen lässt, dass die Sexualität stimmt, dass
die Blicke übereinstimmen, dass man zusammen das Glück verdoppeln kann, sozusagen. Und ich muss schon sagen, da habe ich auch Fehler gemacht. Kann ich im Nachhinein natürlich nicht mehr sagen, weil ich natürlich die Frauen auch alle sehr geliebt habe. Aber ich bin immer nur bis zum gewissen Punkt gekommen. Das ist wie so ein Plattensprung. Es springt und geht wieder von vorne los. Die schwere körperliche Sucht und das Amelia-Abflauen und die Normalität. Ich war so manisch eine Zeit lang meines Lebens, dass ich immer dachte, jeder Tag muss brennen. Mhm. Mittlerweile ist das nicht mehr so. Ich bin jetzt zum ersten Mal auch mit einer Frau zusammen, die sehr zurückgenommen, eine sehr zurückgenommene Erscheinung ist und von ihrer Art sehr ruhig. Aber das ist eine Glückssache. Mir ist es einfach davor zum ersten Mal passiert, es klingt sehr arrogant, aber dass mich jemand einfach nicht mehr wollte. Dass ich jemanden noch geliebt hatte und der mich nicht mehr, das konnte ich gar nicht fassen, in meiner Arroganz auch und in dem Glück, was mir widerfahren ist als Mensch. Das war ich mir gar nicht bewusst. Aber da habe ich gelitten 3 Jahre lang, als mir mal diese Sache widerfahren ist, dass mich jemand nicht mehr liebte. Und da bin ich wirklich auf dem Zahnfleisch gekrochen durch die Gegend und das war für mich auch wie ein Tod. Ja, na, und dann habe ich eben dann ein junges Mädchen kennengelernt, was gar nicht so mein Ziel ist, nur eine junge Frau kennenzulernen, weil ich mich sehr gerne unterhalte und deswegen natürlich meistens suche Menschen, die eine ähnliche Biografie haben oder ein ähnliches Alter wie ich selber. Aber die hat sich irgendwie, die hat irgendwas an mir gefunden und war zum Anfang ein bisschen wie eine Krankenschwester. Und dann habe ich die Liebe entdeckt. Also, weil es sonst ja immer andersrum war. Riesige Liebe und es flaute so ab. Und hier eine kleine Sympathie, die zur Liebe anwuchs, also sozusagen genau andersrum. Und das erscheint mir wertvoller als alles, was ich bisher erfahren habe. Also eine neue Erfahrung. Ich hatte keine Ahnung davon. Als du den Jesus gesungen und gespielt hast, ja. 2006 war das, 2006. 2006 zum ersten Mal. Und das ist ja die Geschichte von Jesus und Judas. Ja. Und Jesus stirbt. Ja. War das damals auch so ein Punkt, wo du gesagt hast, das ist ja interessant, jetzt beschäftige ich mich mal intensiv mit einem Ende. Ja. War das so, wenn du dich erinnerst an die Zeit, ja überhaupt für dich, glaube ich, auch damals was Neues, so als, wenn ich mal sage, Musical-Darsteller, oder wie würdest du das bezeichnen, was das war? Es ist ja eine Rockoper, so wird es offiziell genannt. Es ist eine Rockoper, genau. Also das Schöne an der Sache ist, dass man durchweg singen kann und nicht irgendwelche Sprechtexte hat. Also ich halte mich nicht für einen Schauspieler, ich halte mich eigentlich fast für das Gegenteil. Ich glaube, dass ich mich sehr zeige und nicht in irgendwelche Rollen schlüpfe. Für mich eine tolle Erfahrung, aber das hat auch sehr tröstend, weil ich ja Atheist bin, kenne ich zwar verschiedene Geschichten grob um Jesus Christus, aber ich habe eben zum ersten Mal, ich muss zugeben, als Roman das Alte Testament gelesen und das Neue Testament im Original. Und ich war fasziniert davon, muss ich wirklich sagen. Also über diese kluge Schrift, was ja ein Einzelner gar nicht schreiben kann, weil das ist ja eine Zusammenkunft von vielen Philosophen, die über viele Jahre und durch Übersetzung zusammen dieses wunderbare Werk geschaffen haben, muss ich wirklich sagen. Ich war ja, vorher hielt ich das für Lametta. Und eben durch die 4 Evangelien, dadurch, dass es, ist es so ein bisschen, ich möchte jetzt mal für die Leute, die vielleicht das noch nicht gelesen haben, erklären, das ist so ein bisschen wie endlich Nichtraucher. Also wo der eine über das Geld rangeht, der andere über die Gesundheit, der dritte über den Geruch oder weiß ich was. Und das ist ja ganz wunderbar. Da gibt es natürlich Johannes, der, sagen wir mal, der so weit geht, im Johannes-Evangelium tatsächlich zu sagen, du bist der Sohn Gottes. Das ist in den anderen Evangelien gar nicht enthalten. Bei Thomas oder, es fällt mir gar nicht mehr ein, was die 4 Evangelien sind, ist egal. Ich kann dir nicht helfen. Aber es ist jedenfalls ganz wunderbar. Also sagen wir mal, alles, es ist so fantasievoll und so lückenhaft. Und das eine Evangelium ersetzt das andere, dass man daraus eine Geschichte, man bildet sich ja eine Geschichte von Jesus Christus zu kennen, aber überall gibt es nur Fragmente. Und darüber hinaus gibt es noch andere Evangelien. Es gibt ja so das Judas-Evangelium, was ja entdeckt worden sein soll, auch irgendwo, oder zumindest behauptet wird, sehr interessant, wo wieder ein ganz anderes Bild
dargestellt wird, dass Judas eben nicht der Verräter war, sondern dass Judas im Grunde der Lieblingsjünger von Jesus Christus war. Da wird nämlich dargestellt in diesem Evangelium, dass Jesus Christus auch ein bisschen eitel war und er sagt, du musst mir jetzt helfen, du bist mein Liebling, du musst jetzt so ein bisschen das Drama groß machen. Ich bin gerade, so viele hundert Leute lieben mich, du musst mir jetzt den Märtyrertod zusammen verschaffen. Vielleicht war Jesus Karl Marx und Judas war Che Guevara. Also der eine hatte die Idee, den Gedanken, aber eigentlich mehr so, und so ist es in den Evangelien dargestellt, es muss nicht sein, man kann es auch anders machen. Der hatte, sagen wir, für alle Probleme der Menschen eine Alternative. Und das fand ich sehr interessant. Und aber hat gesagt, wir können auch eine andere Gesellschaft aufbauen. Und Judas ist losgerannt und wollte das sofort. Und war persönlich beleidigt, dass Jesus gesagt hat, ach, noch komm, nicht so schnell. Das ist ja, ich habe ja bloß die Idee. So wie Karl Marx eine Idee hatte und aber andere gleich die Machete oder die Gewehre nehmen mussten und das sofort auf der Stelle umsetzen, bevor die Menschen so weit waren. Das wissen wir ja jetzt, dass es nicht so einfach ist, dieses Ding. Es war für mich interessant, wie ein Mensch, der anscheinend eine große psychische Kraft besaß und Leute fasziniert, dann konnte ich mich da reinsteigern. Und so, das kenne ich ja auch bei Konzerten. Wenn ein Konzert sehr gut läuft, ist man dankbar. Hebt man ja vom Boden ab.